Oh, moin moin, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Immer noch LS22, nordfriesischer Marsch, Erntezeit. Wie wir gerade so schön sehen mit den beiden Glasdreschern hier. Ich glaube nur ein bisschen den vorderen kann man nicht so richtig gut erkennen, aber... Ich muss eigentlich dringend wieder zu den New Hollands rüber, aber jetzt nichts. Ja, der ist auch fast voll, dann würde ich den jetzt gleich wegschicken. Ah, schon cool. Ernte macht Spaß. So. Molkerei, Leerpaletten, bei der Warenannahme eigentlich. Aber hatte das nicht schon mal jemand das Problem, dass die Höhe nicht genau stimmt und dass er deswegen die Paletten nicht angenommen hat? Also eigentlich die Halle da hinten, ne? Das ist immer schlecht. Ups. Wenn einer blockiert wird, dann will der andere nämlich immer gleich überholen. Ich freue mich auf Leinsaat und Rapsernte. Roggen und Gerste hat halt echt eine Menge Ertrag. Jo, so gut wie voll. War schnell weg, John Deere. Hilfe. Ja, danach könnten wir auch tausende Ballen pressen, ne? Das wollen wir natürlich nicht machen. Aber ich glaube später, jetzt, wenn man so den LS25 denkt und man diese Bodenverformung im Boden hat und dann die Spuren noch zusätzlich macht im Getreide, das glaube ich wird ganz cool. Oh cool, der hat beide abgefahren scheinbar. Weil hier hätten wir jetzt ja ein bisschen Pause, der LKW ist voll, da können wir mal eine große Portion verkaufen fahren. Drüben fahren die Drescher auch noch. Also an sich läuft es gut. Weil es ist der erste Part der Ernte. Wir müssen dann im Juni weiter wegspulen. Ne? Wenn wir da mal irgendwann mit durch sind, wird auch noch ein bisschen Zeit wohl dauern. Ein bisschen. Okay.
Eine Mission mache ich im 25er wieder, also im 22er wohl nicht. Aber wie ich vorhin auch schon sagte, freue mich aber auch drauf, wieder im 25er klein anzufangen, nichts zu haben und dann sich mit Missionen langsam zu arbeiten, die ersten Felder zu kaufen und ne, die ersten weiteren Felder zu kaufen, wie auch immer. Ich wollte noch mal gucken, ich habe gar nicht mehr aufs Finanzblatt geguckt, wie unsere Einnahmen jetzt heute waren. Also gestern, ne? Guck mal, wir haben gestern verkaufte Produkte im Mai 29 Millionen und wir haben im April auch schon mit 8 Millionen ganz gut verkauft und im Mai halt 29 Millionen in Produkte, ne? Aktuell machen wir, weiß ich nicht, pro Monat 78.000 Euro Zins plus. Habe ich nicht gerechnet. Also das geht, ich bin erst, das ist Start der Ernteaktion. Ne? 500 Hektar, 600 Hektar, ich weiß nicht genau. Aber wir haben auch 6 Mähdrescher im Einsatz. Und trotzdem würden 600 Hektar auch mit 6 Mähdrescher wird ein bisschen dauern. Aber ist doch, also, ne, wie gesagt, mir gefällt es so, den LS22 langsam zu beenden, indem wir jetzt wirklich noch viel dreschen. Zwischendurch die größeren Felder, vielleicht machen wir den auch später nochmal. Jetzt haben wir ja 3 Zweierflotten, wir werden bestimmt auch nochmal größere Felder machen mit 2 Dreierflotten. Und auf Feld 78 haben wir ja auch Leinsaat. Da sehe ich mich eigentlich zum Ende mit allen 6 Mähdreschern wieder, ne, hier oben, klar. Dann die 54, dann macht 3 Sinn und was auch immer, 50. Also es gibt mehrere Felder, wo theoretisch 3 Mähdrescher Sinn macht. Alles, was dunkelgrün ist, kommt noch ran. Und das, was orange ist, außer 65, 66, kommt ja auch noch. Nach der 59 gehen die beiden Klaas vielleicht auf die 64 und die beiden John Deere machen 60, die beiden New Holland machen 60, 61. Die hier oben gehen dann rüber auf 71. Und dann wird vermutlich die Klaas fertig sein und machen noch 72 oder 70 und die anderen beiden, ne, also irgendwie so. Ich bin bei 3,6 Millionen pro Tag. Das ist ja konstant, oder wie viel? Das war vermutlich die LKW-Ladung gerade. Ich glaube, im Getreidehandel dürfte gut was los sein. Der Getreide AG. Ja, der Abfahrer ist auch wieder da. Dann habe ich auch mal gespannt. Also ich habe jetzt ja tatsächlich einen Lösungsansatz gekriegt, nach über einem Jahr oder zwei Jahre, anderthalb Jahre, dass die Autos, warum die Autos stehen bleiben teilweise. Also es ist ja sowieso, so eine Karte besteht aus ungefähr 400, 500 Routenabschnitten, auf dem KI-Verkehr oder auch hier die Fahrzeuge, die man schickt, fahren können. Sind bestimmt 400, 300 sein oder 600, ich weiß es nicht. Einzelne kleine Streckenposten, man muss sich ja vorstellen, muss ja auch andere Eventualitäten programmieren, ne? Also, oder belegen. Also nach dem Motto, du kommst von hier, kannst ja hier hinfahren. Du kommst von hier, kannst hier hinfahren. Du kommst denn von hier, kannst geradeaus fahren. Du kommst von hier, kannst auch hier rumfahren. Und so weiter, ne? So muss ja jede Kreuzung belegt werden mit unterschiedlichen Streckenabschnitten und so weiter und so fort. Und das
sind ganz, ganz viele kleine einzelne Strecken. Und ich hatte ganz viele Unterordner und es soll wohl gut besser funktionieren, wenn man die Unterordner sich spart und nachher einfach alles zusammen reinwürfelt in einen Hauptordner. Und dann kommt das Spiel wohl schneller mit den, Anschlussstrecken finden zurecht und die Autos stehen nicht mehr so viel rum. Mal gucken. Der Hofer vorhin nochmal die Frage, ich weiß nicht, ob derjenige noch da ist, habe ich, also ich wollte es nicht beantworten oder in dem Moment nicht mehr dran gedacht. Also der Hof an sich bleibt da, wo er ist. Kommt ja auch darauf an, also ich habe ja bei der Hoftour haben wir ja tatsächlich auch einen Hof gesehen, den gab es da in der Mitte nicht, was ja auch mal in Ordnung ist, ja auch mal was anderes, auch cool. Da hätte sich seinen Hof oben rechts gebaut, da wo ich jetzt die Hühnerstelle stehen habe. Ein Autotreifennetz selber ist ja nicht von mir, das Grundnetz ist vom Holger. Meins ist natürlich so ein bisschen individualisiert, natürlich passend auf meinen Spielstand, aber es wird bestimmt ein Autodrive-Netz geben für die Karte, sofern es Autodrive gibt, weißt du ja noch nicht. Mein Autodrive-Netz ist ja ein erweitertes von Holger logischerweise, ist das Grundprinzip und mein Autodrive-Netz ist ja im Savegame mit drin, was dann passend ist für, na, wie gesagt, für mein Savegame. So, muss entladen werden. Wir müssen, ich wollte gerade mal sagen, wir gucken mal wieder kurz rum. Das wird er bestimmt machen. Er drängelt schon wieder vor, ja, wa? Nicht so eilig. Ja, hier ist nicht viel zu holen. Schon ganz gerne zumindest mal ein Feld heute fertig kriegen. Die fahren gerade jetzt alle über in die nächste Bahn rein, weil die dann erst die Vorgewendegeschichten fertig haben. Bin ich schon voll hier fast. Auch laufen Getreideverkäufe rein, ne? Also alles, was oben jetzt immer so an Geld reinklimpert, sind halt immer Verkaufsgrund aktuell. Hier haben wir, glaube ich, 9, also haben wir 8 Abfahrer, die aktuell Getreide zu Getreide AG fahren.
Ich habe meine eigenen Autoref-Kurse eingefahren, brauche an jedem Feld einen zweiten Anfahrpunkt für Ladewagen. Ja, macht Sinn, ne? Also Ladewagen meinst Grassammelwagen, ne, oder? Das ist also Grassammelwagen, kommt irgendwo rein, sammelt dann und fährt irgendwo anders wieder raus und dann kommt der nächste und so weiter, ne? Okay. Kann ich mir vorstellen. Sinn. Hat er vorbei hier, vibriert hier richtig soundtechnisch, der hat echt krassen Sound. Ja, muss man sich nicht wundern, das ist halt Cosplay, ne? Aber immer noch besser als nix. Ich weiß noch nicht genau, weil der andere jetzt ziemlich voll sein wird. Obwohl vielleicht, weiß ich nicht, ob er eine direkte 180 Grad Drehung macht oder ob er halt irgendwo weiter reinfahren will. Also muss er sich jetzt wieder Lücke frei machen. Das ist dann echt blöd. Tony Montana. Moin. Ja, ist halt. 4.8. ist auch gut. Ach, und das meine ich nämlich jetzt mit dem. Danke für den Follow. Moin, moin. Ja, weiß ich noch nicht, Laura. Ich muss mal gucken. Also, ne. Mal schauen. Schreibt mir jetzt, zumindest mache ich mir mal eine Notiz jetzt, ne? Dass ich das Safe-Game mal wieder aktualisiere. Westerade, ja, also die Kartennamen kenne ich fast alle, aber ne, mehr auch nicht. Was ich auch so ein Remake, also auch so ein Klassiker, oder? Mega alt. 2 Monate. Ja, was kommt der hin? Dann kam der neue Rechner. Und seitdem, wie gesagt, habe ich mich bei den ganzen Portalen bisher noch gar nicht wieder angemeldet. Ich muss erstmal meine Zugangsdaten ändern oder raussuchen, das werde ich sehen. Was ich da mal finde. Mal gucken. Mit der Gras-Silage-Abgabe. Ja, also kann mir der wahrscheinlich helfen, aber du kannst natürlich die Frage trotzdem stellen. Vielleicht sind es Grundsatzgeschichten, die man auch so beantworten kann. Ja, genau, das habe ich geahnt. Er macht tatsächlich nur 180 und Wendung hier. Man hätte den jetzt auch so abfahren können, aber egal. So. Ihr fahrt hier alle so ein bisschen wirr durch die Gegend, aber zumindest fahren sie und arbeiten. Mhm. Das ist nämlich das, was dann nicht so gut ist. Begleite dich nach draußen aus der Frucht. Stopp. Stopp. Die anderen beiden weg. Da hinten steht noch einer oder fährt einer, wie auch immer. Da fährt der volle Fan gerade erst los, den wir vorhin losgeschickt haben. Hilfe. Schnell weg. Na gut, wo eine Position der Map ist, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber das müsste man noch sehen. Das, wenn man eine Mission macht, blinkt doch normalerweise der Abgabepunkt, oder nicht? Oder ja, Auftrag, ne?
Oder ist das ein Lieferauftrag, wo man Sachen hinliefern muss? Oder ist das ein Feldauftrag, wo man halt auf dem Feld arbeitet? Ah, coole Bilder. Im Hintergrund noch die beiden New Holland, die sich so knapp über dem ersten Glas hinten im Hintergrund erahnen kann. Auch jetzt gerade mit den beiden hier am Abfahren. Das sieht schon schick aus. Und man kann nach wie vor festhalten, das ist eine ganze Menge Ertrag, den wir hier bekommen. Ja, Laura, habe ich, ne? Wäre, ach komm. Nö. Ich bin froh sein, dass es das Safe Game auch gibt. Jedes Mal alles verpacken, hochladen, Link einstellen, hier, da und so weiter. Nee. Einmal im Monat vielleicht. Das ist mittlerweile überfällig, das sehe ich ein. Von daher. Gut, einmal noch, oder? Ja. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.